Wie begrüßt man denn so ein YouTube-Video? Auch egal, ne? Ja, ich sitze in meiner kleinen Holzwerkstatt und mache mir gerade Gedanken. Ihr könnt das vielleicht hinter mir sehen. Jetzt nicht erschrecken, das ist ein super Zeigerinstrument hier. Ist auch, obgleich ich hier mit traditionellen Maschinen arbeite, also Handmaschinen, ohne Strom, habe ich eine neue Art zu rauchen, in diesem Fall dampfen. Da bin ich vor 3,5 Monaten von weg. Und ich muss euch sagen, hey, das befriedigt. Ja, interessiert vielleicht einige, einige nicht. Ich dampfe Irish Cream. Das ist mein Liebling. Ansonsten, es gibt über 400 Geschmackrichtungen. Aber darauf wollte ich hinauskommen. Da hinten, da, ihr seht das. Das soll mal ein Unterschrank werden für ein Waschbecken. Und den habe ich aus diesen Industrieplatten, diese zusammengepresste Holzplatten mit Furnier drauf, habe ich den zurechtgeschnitten. Habe am Anfang die Kreissäge genommen. Ich habe mir eine geliehen, die liegt hinter mir. Schön wieder zusammengewickelt, in die Ecke geschmissen. Hey, vergisst es. Ich schaffe es sogar, mit einer Kreissäge schief zu sägen. Obgleich ich mir schön eine Holzlatte habe angelegt, festgeklemmt und an der Holzlatte längs. Trotzdem, das Ding war schief. Ach, ich weiß nicht. Dann habe ich, man sieht es hier an meiner Werkbank, hier hinten, da unten, mit der Stichsäge genauso Probleme gehabt. Ich säge etwas mit der Stichsäge, was breiter ist als ein Stück Papier oder so. Das Ding geht. Meine Stichsäge läuft dann schief und schneidet schief. Ach komm, hör auf. Die besten Erfahrungen habe ich damit. Ne? Der ist, kann man da sehen, scharf. Der ist flexibel. Mit dem Ding kann ich genauso. Gleich ist er nicht mehr scharf. Naja. Ja, mit dem Ding kann ich prima arbeiten. Und dann da hinten, was nicht gerade geworden ist, das wird gerade gehobelt. Den hat Uwe Salzmann mal aufgearbeitet. Bis jetzt habe ich ihn auch noch nicht wieder geschärft. Er läuft noch prima durchs Holz. Ja, dann natürlich da oben irgendwo, da hängt ein Winkel. Ne? Immer schön kontrollieren, ob auch alles rechtwinklig ist. Dann habe ich noch einen großen Winkel, um die langen Strecken zu prüfen. Ich nehme immer eine Bezugskante und von der aus wird gemessen und gewinkelt und so weiter. Super, mittlerweile habe ich es gelernt. Das Einzige, was an diesem Holz echt problematisch ist, wenn man sich das mal anguckt und man sieht das, man hat hier oben so Ausrisse. Na, die hat man überall, egal wie doll man anfängt. Da, ne? Jetzt habe ich schon abgetaped. Das heißt, ich habe Malerkrepp genommen, habe das draufgeklebt, habe darauf meine Linie gemacht. Hab gesägt, bringt nichts. Dann habe ich vorher die Schnittkante mit dem Cuttermesser eingeritzt. Also richtig so, dass ich durch das Furnier durch bin und habe versetzt auf der Seite, die ich nicht brauche, meine Säge angesetzt und durchgesägt. Was aber immer wieder passiert, ihr seht das hier, mal mehr, mal weniger. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Unterseite beim Sägen, die geht weniger kaputt als die Oberseite. Frage mich nicht warum. Wenn ich das ganze Ding zusammengelangt habe oder zusammengesteckt habe, dann brauche ich noch eine Möglichkeit, diese Schadstellen alle zu beseitigen, ohne dass das groß auffällt, weil ich wollte die Kiste auch nicht neu anmalen. Falls ihr da Ideen habt, da unten, da kann man Kommentare schreiben. Da hinten, da müsste das sein, oder ist es da? Da oder da? Da kann man Thumbs up oder Thumbs down geben. Das ist so ein YouTube-Ding, ne? Bestätigt einen auch, macht weiter und so, bla. Das braucht der YouTuber. Ja, das ist halt mein Problem. Das sind die Platten, davon habe ich eine ganze Menge. Die sind irgendwie alle 30 bis 35 Zentimeter breit und 2 Meter lang. Und da schneide ich mir gerade dieses hübsche Schränkchen raus. Was ich jetzt noch brauche, hier in der Mitte irgendwo da, ne? Hinten beim Schrank, da soll noch ein Board rein. Das darf nicht bis ganz nach hinten gehen von dem Schrank. Liegt einfach daran, weil irgendwo ist dieses Gestänge von dem Wasserhahn mit Stöpsel rein und raus und so. Das soll alles nicht im Weg sein. Also kommt da ein Brett hin, wo hinten dann noch so eine Kante drauf ist, damit hinten runter nichts fliegt. Ja, und dann brauche ich natürlich noch 2 Türen. Ne? Wobei ich da auch noch nicht weiß, ich habe nie diese
Ihr kennt das, die liegen hier drin mit so einem runden großen Loch und dann kann man da oben die Tür klappen, dann liegt die Tür auch hier bündig an. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Egal. Habe ich noch nie mitgearbeitet. Werde ich mal so ein paar Probestücke mitmachen. Vielleicht kriegen wir da so vernünftige Türen ran. Die Frau sagt zwar, lass das auf, das ist ein Badezimmerregal. Ich sage, ich möchte Türen haben, damit man dieses ganze Gelumpe unten mit dem Wasserhahn nicht mehr sieht. Und an der Oberplatte, wo ist sie? Da ist sie, da oben. Da muss ja noch dieser Ausschnitt hin für das Siphon, ne? Damit man den Schrank so reinschieben kann. Ja, und dann ist das bei mir. Warum kaufe ich nicht für 49 Euro in diesem tollen blauen Möbelhaus mit der gelben Schrift? Warum kaufe ich das nicht einfach? Ich brauche dort hinten, dort an der Kante, einen 20 cm Ausschnitt, der natürlich auch in die untere Platte mit reingeht, weil dort haben wir so eine Rohrverkofferung unten längs laufen, wo die Abflüsse drin sind, ne? Toilettenbecken und Waschbecken. Also muss ich eh den neuen Schrank auseinandernehmen und zersiegen. Da kann ich auch gleich einen selber bauen. Außerdem ist das mal ein super Test, ob man denn auch alles rechtwinklig sägen kann, beziehungsweise nachhobeln kann, Winkel anlegen. Ist das auch alles rechtwinklig und so weiter. Ja, das einzige Problem, wie gesagt, was ich noch nicht gelöst habe, auch theoretisch noch nicht, wo es auch bei YouTube keinerlei Informationen gibt, wie man diese Kanten dann vernünftig bearbeitet, wie man die Kanten bearbeitet, nachher, nachdem man alles zusammengebaut hat oder die einzelnen Bretter genau auf Maß hat, das ist klar. Da gibt es in jedem Baumarkt so bügelnde Furniere in allen möglichen Farben. Die legt man drauf, geht man mit Hitze drauf, bügelt man das Ding fest. Dafür habe ich so ein Reisebügeleisen schon seit Ewigkeiten für solche Arbeiten oder irgendwas aufbügeln auf T-Shirts und so. Das mache ich alles mit diesem kleinen Reisebügeleisen. Wird heiß genug, das Ding. Braucht nur die Einstellung irgendwie Baumwolle hinkriegen und dann mit ein bisschen Druck kriegt man das alles hin. Ja, was soll ich dazu sagen? Wer eine Lösung für mich hat, bevor ich mit dem Ding weiterkomme, der kann es mir ja mal geben. Ich habe jetzt keine großartigen Videos gemacht, wie ich einzelne Bretter säge. Hier, Leute. Das kann ja wohl jeder zu Hause selber machen. Schwieriger wird das für viele, wenn sie damit arbeiten müssen, weil sie alle meinen, Maschinen geht schneller. Ich habe die Erfahrung gemacht, bevor ich die Kreissäge und den Abstandhalter und das alles im Winkel und bevor ich das alles angesetzt habe, Strom noch rein und da ist so viel Zeit vergangen, da nehme ich mir so ein Ding, mal auf mein Brett vernünftig an, säge damit, hab zwei Bretter, fertig ist das, nehme ich einen Hobel, mach alles rechtwinklig. So ein Maschinen-Setup dauert viel zu lange. Und den habe ich nun. Der ist gut. Das ist auch der einzige, den ich habe. Ich brauche da noch ein paar. Vor allem diese Rückensägen, die hier oben noch das Metall drauf haben, damit sich die Scheiße nicht verbiegt. Womit man dann richtige Schwalbenschwänze machen kann und so. Das ist in dem Holz jetzt nicht möglich. Das ist sowieso, das wird normal mit Schrauben zusammengedengelt. Wobei ich hier keine Schrauben reinsetzen werde. Da werde ich überall diese Rundstäbe nehmen, reinsetzen, zusammendrücken, zusammenleimen. Das ist schnell gemacht. Und insofern, naja, egal. Nochmal der Hinweis, wer da eine Lösung für mich hat, für diese Abbruchkanten, die da unweigerlich entstehen, zumindest bei mir, ich kriege es nicht hin, ob ich da tape, wie gesagt, oder ob ich anritz vorher, ich kriege das nicht hin, die reißen immer irgendwie aus. Dann Kommentare, wäre ich glücklich. Ich wünsche euch was.